Wow! Alter! Der ist einfach auf Drogen! Oh Gott! Hallo Goma auf Crack! Und damit herzlich willkommen zurück zu Zelda Indigo, dem wahrscheinlich besten Zelda-Hack, den es bald geben wird. Ja, wir sind hier im großartigen Deku-Baum und unsere Reise setzen wir heute fort. Falls ihr die letzte Folge verpasst haben solltet, dann seht doch gerne in die Videobeschreibung. Dort müsste alles verlinkt sein. Aber es geht jetzt erstmal weiter und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ach du Scheiße, das ist schon wieder so ein riesen Raum. Oh Gott, das erinnert wirklich richtig an den Deku-Baum. Und da oben ist auf jeden Fall eine fette Spinne. Die sehe ich jetzt schon wackeln. Okay, wir haben hier wieder diese Lichtblitze, die wahrscheinlich gleich nach uns schießen. Aber die, nee, okay, die fliegen hier fröhlich im Kreis. Ah, ist so geil, dass wir so schnell rennen können, ne? So, zack. Ich baller die mal weg. Die Frage ist, da oben ist ein Schalter. So, was macht der? Okay, da fährt eine Plattform hoch. Das war jetzt eher irrelevant. Da geht's ins Wasser. Wie komme ich denn da hoch? Da ist der Weg nach oben, Leute. Ich habe ihn gefunden. Er war gut versteckt. So, ist so geil, ne? Alles mit doppeltem Tempo zu machen. So, ich baller die Blitzviecher auf jeden Fall erstmal kurz weg. Bevor die uns gefährlich werden. Vielleicht gibt's ja auch was Schönes für. Nö, nur ein Rubin. Okay, dann könnte ich hier jetzt quasi hochfahren. Ansonsten, da geht's noch lang. Da hinten ist auch noch irgendwas. Da ist auch ein Schalter hinter. Da brauche ich aber irgendwas mit Feuer. Okay. Wir fahren mal kurz eine Etage hoch. Und finden uns, ja, vor einer Skuldi wieder. Eine fetten Mauer. Alter, hier geht's aber auch schon wieder überall lang, ne? Okay, ich fahre wieder runter. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht mit dem Deku-Stick da runterspringen muss. Um irgendwas zu triggern. Oder ich muss halt einfach mal weitergehen. Hier haben wir auf jeden Fall eine Fackel. Hier kann ich rüberspringen. Ich mach mal. Ja, ich mach die mal kurz weg hier. Hi. Okay, ich mach dem Schaden auch einfach so. Alles klar, Feuer frei. So, passiert irgendwas, wenn ich die töte. Da kommt schon mal eine Schatzkiste. Das könnte potenziell ein kleiner Schlüssel sein. Die nehmen da, ja, die nehmen wir mit. Das kriegen wir auch von hier oben hin. So, das Ding da, ne? Das könnte man vielleicht von hier oben, ich weiß nicht, kriegen wir irgendwas mit Feuer als Item, als Dungeon-Item? Oder müssen wir da runterspringen mit der Fackel? Das ist halt saugefährlich irgendwie. I don't know. So, warte mal, ich versuche mal kurz. Jo, aber ohne meine Sprungattacke hinterher wäre das, glaube ich, in die Hose gegangen. Ah, auch nur Geld. 200, Alter. Jawohl. Na gut. Dann würde ich sagen, wir ziehen uns mal wieder nach oben. Und, naja, wir haben halt hier auch eine Tür, ne? Gehe ich erstmal hier lang und wenn wir da nicht weiterkommen, gehen wir hoch. Okay, oh Gott. Nicht der schon wieder? Das waren jetzt zwei, hä? Komm, schieß! Sind das die neuen Dekus? Eigentlich nicht, ne? Aber die schießen halt auch Nüsse. Alter! Was bist du? Boah! Und euer Schild schlägt der auch durch. Okay, ich hab ja... Kein Problem. Warte mal, wie ging das? Wie habe ich meine Fähigkeit eingesetzt? So. Alles klar, Kumpel. Ich kann ja so ein bisschen mit meinem Schild, ne? Habe ich ja die Fähigkeit, Leben zu rauben. Deswegen, das sollte man immer mal einsetzen. So, hier noch ein bisschen Heilung. Oben gibt es eine fette Schatzkiste. Aber wie soll ich an die rankommen? Okay, dann ist der Raum auch erstmal für mich clear. Weiter geht's. Ja, dann haben wir jetzt oben eigentlich nur noch den Raum. Und halt das da. Dass man da vielleicht mit der Fackel ranspringen kann, wäre für mich eine Idee. Aber vielleicht kriegen wir auch irgendein Item, mit dem man das machen muss. Muss man auch mal sehen, was das da hinten ist. Und wie man da reinkommt. Aber jetzt erstmal hier rein.
Ach, nicht der schon wieder. So. Schön mit Vorsicht dran. Lieber mal stunnen und dann passt das. Das hier scheint immer zu markieren, dass hier eine Truhe erscheint. Dementsprechend töten wir alle Gegner. Hier ist wieder so ein Blob. Eine Skulti. Jawohl. Skulti wird nicht mit einbeschlossen in den Itempool. So sollte das auch sein. Übrigens, ich bin ein bisschen heiser, ein bisschen schnupfrig unterwegs, ein bisschen Allergie. Deswegen, falls das ein bisschen komisch klingt bei mir, das ist alles gerade, ja, mehr oder weniger normal. So, wir haben eine weitere Schatzkiste. Mit Wiedergeld. Was zur Hölle, was soll ich mir kaufen? Okay, dann haben wir das Einzige, was jetzt noch fehlt, was wir machen könnten, ist mit der Fackel so ganz komisch da runterjumpen. Das könnte dann vielleicht diese Tür öffnen. Das ist jetzt aber auch mehr ein Versuch. Ja, okay, das geht nicht. Okay, Leute, ich bin jetzt guter Dinge. Man kann auf jeden Fall mit der Fackel in der Hand, während man im Flug ist, eine Sprungattacke machen. Dementsprechend sollte das vielleicht funktionieren. Jo, alles klar. Das ist die Lösung. Aber wusste ich auch noch nicht. Ich dachte eigentlich, man kann immer nur von der Fackel ins Schwert wechseln. Ich wusste nicht, dass man quasi dann daraus eine Sprungattacke machen kann. Mit der Fackel sogar noch. So, und dann öffnet das oben sicherlich die Tür. Und wir können jetzt vielleicht an die große Schatzkiste ran. Mit vielleicht einem Dungeon-Item. So, es geht weiter. Geil. Wir haben es herausgefunden, wie es weitergeht. Das ist halt auch immer wieder so gut an solchen Zelda-Hacks. Du kriegst immer wieder neue, krasse Details verraten, was dir das Spiel bieten kann, wo du vorher vielleicht gar keine Ahnung von hattest. Hallo. So, ein Herzchen. Darüber müssen wir wieder hangeln. Aber wir können uns jetzt auch die Schatzkiste unten holen. Die Frage ist nur, warte mal, wo ist denn die genau? Die müsste... Ja, das ist jetzt so ein bisschen... Ich würde sagen, da wo das Herz ist. Als Markierung. Okay, wir versuchen das mal. Dementsprechend, ich würde mich jetzt hier droppen lassen. Jo. Geilo. So. Karte, Kompass, Dungeon-Item. Fürs Dungeon-Item, weiß nicht, ob es zu früh wäre. Der Bogen, der Moppelnbogen. Halte R, um einen Fokus zu machen. Und dann schießt du krasser. Der wurde mal von den Moblins benutzt. Ja, wir können mehr zielen, mehr Fokus. Geil. Okay, wir kraxeln hier nochmal rüber. Bin auch gespannt auf den ersten Boss. Ob es ein Custom-Boss ist oder ob es jetzt hier ein altbekannter Boss ist. Mittlerweile oder aktuell alles Custom. Deswegen, es würde mich nicht wundern, wenn der hier wirklich neu wäre. Okay, da kommt auch schon direkt das Rätsel. Was ich gerade gemeint habe. Okay, Fackel. Also, Deku-Stick. Pfeile kriegen wir auch. Wunderbar. So, hier auch nochmal. Warum kriegen wir jetzt schon wieder so viele Deku-Sticks? Weil wir die jetzt gerade verbraucht haben? Weil hätte es da vielleicht nicht unten in dem Raum auch schon ein paar von den Pflanzen geben müssen? So, ich lasse dem keine Chance, irgendwas zu machen hier. Okay, jetzt müssen wir hier einen Shot machen, um alle Fackeln gleichzeitig anzuzünden. Okay, jetzt. Perfekto. So, auf die Tür. Weiter geht's. Oh. Meet you in the Looper. What? Wow. Alter. Der ist einfach auf Drogen. Okay, okay. Ausweichen. Wer schmeißt denn hier die Bomben? Das erinnert mich gerade irgendwie an Link's Awakening, ne? Ja, genau. Der ist auf Drogen, Junge. Jo, ich hab ihn gestunt. Ich hab ihn erwischt. Boah, nein, er hat mich auch erwischt. Teddybär auf Drogen. Okay, Moblin auf Drogen. Boah, der hält aber auch was aus. Junge. Ja, falls ihr es nicht wisst, das sind auf jeden Fall die Moblins. Ey, ich mache den eine Sprungattacke und der haut mich direkt wieder weg.
Komm. Der hält Ass aus, ey. Und wer schmeißt denn da die Bomben? Was ist denn nur mit euch? Komm jetzt. Oh, dankeschön, Alter. 5 Sprungattacken oder so hat er ausgehalten. Was zur Hölle? Junge. Wer hat die Bomben geworfen? Sich verarschen? Heilige Scheiße. Okay, ich bin gespannt, was wir hier noch so mitbekommen. Okay, weiter geht's. Jetzt sind wir hier. Okay. Warum? Da fallen wir in ein tiefes Loch. Das ist aber auch der einzige Punkt, oder? Was hier passiert. Oder kann ich das hier runterschießen? Nee. Okay, dann springe ich mal rein. In der Hoffnung, dass das richtig ist. Jo, ist richtig. Geil. Hey, wie gut das ist, ne? Dass du einfach wieder in so einem altbekannten Raum jetzt bist und jetzt geht's hier weiter. Hältst, oh Gott, hältst quasi die Wege kurz. Das ist super gut. Link, kannst du da hoch, bitte? Dankeschön. Okay, cool. Dann sind wir hier. Oh Gott, da kommt so ein Vieh. Rein da. Es geht weiter, Leute. Yo, da schwiegt erstmal was rum. War wieder so klar, ne? So, weg damit. Kann ich da hinten die Skuldi... Alter, was geht denn hier ab? Die Skuldi haben wir da gleich mal weg. So, da unten... Okay, die würde ich gerne schon mal mitnehmen, wenn das geht. Zack, das ist Nummer 7. Ob es da irgendeinen Händler für gibt, der uns da was austauschen kann? Eintauschen kann? Aber ich glaube, das war... Dafür muss ich jetzt sterben, ne? Vielleicht hätte ich das von oben machen müssen. Ja, komm, ich lass mir mal fallen. Ich meine, die Skuldi, die haben wir ja trotzdem. Alles kein Problem. Ich hoffe, der Gegner ist nicht wieder da. Doch, ist er. Ist ja klar. Okay, und wir müssen uns jetzt hier schön lang balancieren. Eieiei, okay, wo müssen wir lang? Links oder rechts? Könnte auch egal sein. Aber ich gehe mal hier lang. Gott, das ist alles so knapp. Okay. Ansonsten haben wir hier aber nichts mehr, ne? Nee, sieht nicht so aus. Oh, ganz knappe Sache. So, tschüssi. Ich gehe nochmal ganz kurz gucken, aber ich glaube, hier war nichts weiter, oder? Wir haben 2 verschiedene Wege, die hätten beide funktioniert und Skuldi haben wir geholt. Oh Gott, was ist das denn schon wieder? Das, eieiei, das sieht mir aus wie... Oh cool, wir haben sogar einen Shortcut. Für den Bossraum. Dann sind wir jetzt auf jeden Fall beim Boss angekommen, Leute. Der Boss vom Degubaum. Ich bin gespannt, was passieren wird. Let's go. Oh, es ist Goma. Es ist bestimmt Goma auf Crack. 100 Pro ist das Goma auf Crack. Baba. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass das ein normaler Goma ist? Das wäre zu easy. Ja, guck mal, die ist schon... Alter, hat schon ein lila Auge. Oh Gott. Hallo, Goma auf Crack. Okay, heißt genauso wie vorher, wird aber nicht so sein wie vorher. Ist schon größer, oder? Alter, okay, Moveset ist schon anders. Geht das noch? Man weiß es nicht. Okay, die ist auf jeden Fall schneller, viel schneller. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das funktioniert. Ey, der Zwischenboss war einfach viel leichter. Viel schwerer. Viel leichter. Viel schwerer als Goma. Was zur Hölle? Ba, 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 ba. Yo, geil. Kriegen wir unseren ersten Herzcontainer? Natürlich kriegen wir den.
Defense Heart. Ich krieg Defense Heart. Ah, aber nur, was, nur das erste? Warum krieg ich, also nur das letzte? Warum krieg ich nicht das erste? Also das letzte Herz hat jetzt quasi, hält doppelten Schaden aus. Cool, danke. Soweit will ich es eigentlich nicht kommen lassen. Interessant. Mega interessant. Okay, wir sind einfach wieder draußen. Das war's. Das war der Dekobaum. Dann ist jetzt die Frage, wir haben den Bogen bekommen. Ja, erstmal alles explodieren hier. Wir haben hier jetzt einfach nur den Bogen bekommen. Aber es ist Tag geworden. Und wir haben jetzt eine schöne Musik hier. Ich glaube, hier müssten wir schon alles abgeschlossen haben jetzt. Jo. Wir haben sehr, sehr viel Geld. Wir können mal in den Shop gucken. Wir können mal mit den Leuten reden im Wald. Vielleicht öffnet sich jetzt auch ein neuer Weg. Vielleicht wurde der Schutt vom Erdbeben weggeräumt. All solche Möglichkeiten gibt es. Mal sehen. Okay, schauen wir mal, was passiert. Ja, ach so, genau. Die stehen jetzt auch einfach hier rum, weil es wurde alles Böses vertrieben. Geil. Sehr schön. Ja, schön. Ich würde tatsächlich jetzt erstmal kurz in den Shop reingehen, Leute. Noch eine Tasche? Noch eine Tasche? Okay, es gibt keine Tasche mehr. Okay, Leute, das mit dem Shop lassen wir lieber. Bei mir ist gerade komplett alles abgestürzt. Ich durfte gerade alles nochmal machen. So, was ist mit dir hier, Kumpel? Okay, der möchte das kaputt machen. Oder wegräumen. Aber da braucht er natürlich auch noch ein bisschen Zeit für. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit irgendeinem reden, oder was? Ah, das ist Follow. Okay, Leute, wir haben das erste Siegel bekommen. Wir müssen quasi drei Siegel irgendwie zusammensuchen. Und dann haben wir auch drei Weißen, die damals das Böse gebannt haben. Und wir sollen jetzt halt in die nächste Stadt gehen. Ich denke mal, das war jetzt ein wichtiger Triggerpunkt. Und jetzt ist vielleicht draußen der Schutt schon weg. Weil der hat auch erzählt, dass er seinen Leuten gesagt hat, die sollen den Schutt wegräumen. Dementsprechend, ich denke mal... Ja, jetzt ist free. Leute, wir können ein neues Kapitel starten. Das machen wir allerdings im nächsten Part. Bleibt da gerne dran. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, lasst gerne ein Like und ein Abo da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Schreibt auch gerne Kommentare, wie ihr das Projekt findet und ob es weitergehen soll. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.